wie zwei Welten, oder? Dann diese Hügel da oben, die konntest du gestern nur erahnen. Und jetzt kommst du hier aus dem Hotel raus und denkst du nur, du bist wieder mitten in der Wüste. Wo auch sonst. Diese alten Dinger da, diese alten Häuser, ne? Schon geil. Gerade gesehen, du kannst vorne Jetskis mieten. Das Publikum hier drin ist etwas älter. Etwas sehr viel älter. Aber egal, alle nett, freundlich. Das ist so eine Casino-Stadt direkt am Colorado River. Schon interessant. Ich check jetzt mal kurz den Pool ab, mal kurz den Colorado River und dann geht's weiter Richtung Old Man. Irgendwann später. Übrigens, by the way, das ist hier die Bar, wo ich gestern vorstand. Und guckt euch mal diesen Ausblick an. Du kannst zocken, auf den Colorado River schauen und gleichzeitig diesen Ausblick genießen. Gefällt mir. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das ist hier eine absolute Gambling-Hölle. Also Durchschnittsalter. Hm? Egal. Wer drauf steht, gerne mal rumkommen. Nee, also ich sag schon, hier müsste man wirklich mal mit ein paar Leuten mal rein, ein paar Jungs zusammen zocken. Ein Hotelnacht zwischen 70 und 100 Dollar ist echt okay. Gerade mit den Möglichkeiten, die man hier hat. Unten, gehen wir kurz runter. Ich weiß nicht, kann man da unten rein? Oder kann man da zum River hin? Wow. Ah, geil. Ja, kurz zum Wassertaxi rumfahren. Kannst du Jetski mieten? Theoretisch könnte man rausgehen und da zum Strand gehen. Und das ist immer so, ne, das ist alles geil. Ich war in San Francisco mal in so einem Laden. Das ist einfach geil, weil du kannst Merchandise kaufen, gleichzeitig was essen und die Aufmachung von den Dingern, das ist echt geil. Ja. Kann man machen. Kann man definitiv mal die rausgehen. Die Moskitos. Und da vorne ist auch. Das ist doch gut. Aber hier, überleg mal, du sitzt jetzt hier. Mhm. Also wenn man will, kommt man schon runter. Fährt das hier eben her, so wie, keine Ahnung, auch das 10.000 andere gemacht haben, weil es schon platt getreten ist. Da liegt auch Müll. Ich liebe diese Schuhe. Die sind echt zum Kotzen. Jetzt sehe ich aus wie so ein Arsch, ey. Hier, Plastikbecher. Enten. Boje. Und das Wasser ist... Oh, lauwarm. Da kannst du locker in Schwimmen gehen. Aber die Frage ist immer, zur Strömung ist und so. Aha. Oh. Oh, das sind die von hinten. Die sehen von hinten genauso wie von vorne. Das ist auch geil. Ja, Jetskis. Können wir direkt hier oben buchen. Ich habe mal nachgedacht, gibt es eigentlich Krankenwagen? Also Krankenhäuser, nicht falsch verstehen, aber da waren gerade alles sehr, sehr alte Leute. Also weitaus älter als ich. Ich fühle mich ja schon alt, aber also okay, was ist, wenn da jetzt einer einen Herzinfarkt bekommt und sonst irgendwas oder umfällt, gibt es hier irgendwie Krankenhäuser? Und es sieht immer so aus, als ob hier nichts wäre, aber du hast rundherum überall Häuser. Es gibt hier einen Flughafen. Das ist meist größer, als man dann denkt. Ja, mal ein bisschen Land hier. For sale, Townhouses, oh. Da ist Vegas. Da habe ich heute gepennt, Bullhead City bzw. Laughlin, wie es heißt. Hier alles eine Wohnfläche, Golfplätze, Flughafen. Hier unten da, alles was ihr hier seht, das Ganze bis dahin zu den RVs, bis da hinten, bis zu den Häusern. Da dürft ihr alle mit dem... Das ist so geil, ne? Sobald du eine Kamera an hast, die Leute fragen, hi, YouTube und Hoop und hey, what's up, man? Und du darfst überall hier fahren. Ich habe da gestern was gesehen bei Instagram. Das war, boah, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Ging darum, wen sie unterstützt und wie sie supportet im Offroad-Bereich. Warum? Ja, es gibt kein Land, was so viel Freifläche an die Bürger gibt und die machen können, was sie wollen, wie dieses Land. Ich fahre jetzt nach Old Man weiter. Das sind jetzt noch 10 Meilen. Bin da mal gespannt drauf. Die Ghost Town war schon cool, auch wenn ich nur kurz vorbeigefahren bin. Auch sowas in Deutschland. Ich habe mal kurz hier angehalten. Bei Three Dogs Garage. Das ist ein Mobilheim. Hier stehen ein paar Kisten rum. Ich muss direkt an Jan denken, damit sie so wohlfühlen. Dahinter ist ein riesen Platz mit Booten, Autos, Trucks, alles Mögliche. Jeder Ding hat mich gerade angesprochen, deswegen habe ich angehalten. Aber ich möchte jetzt ungern drauf gehen, weil da steht ein Schild. No trespassing, bla. Bist erschossen, wenn du drauf gehst. Schade. Das wäre klug, jetzt mal reinzuschauen. Ich
Ich bin wieder ein paar Meter weiter gefahren, habe wieder angehalten. Oh, Schlüssel ist im Auto. Schön, 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 schön. Und dann steht hier einfach mal so ein RV. Mitten in der Wüste. Schöne Autos sind hier. Historische Route 66. Ein... Einfach geil. Oatman hat mehr Esel oder Mules als Einwohner. Und die laufen hier frei rum. Das wird jetzt sehr lustig. Aber bevor ich weiterfahre, gucke ich mal ganz kurz in meine Mikrowelle rein, was da so Schönes geht, in meinen Backofen. Danke, Janis, für diesen geilen Tipp. Andersrum. Wenn ihr so irgendwie solche Trips macht, ne? Also hier, ne? So ein Pickup und so ein Scheiß, definitiv braucht ihr Folgendes. Da ist noch der Donut drin. Ginger Ale, was ich noch nicht getrunken habe. Aber ich werde gleich noch Mountain Dew. Mountain Dews und Eis. Das hält alles schön kalt. Warm ist es ja sowieso, aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein Sandwich oder sowas hat und man hat Bock, das ein bisschen warm zu halten, macht man Folgendes. Und zwar liegt da mein Sandwich. Boah, das ist schön warm. Du hast bei diesen Dingern so viele Ablagemöglichkeiten, da kannst du einfach jetzt ein Sandwich reinschmeißen, fährst damit eine Zeit lang und dann holst du es raus und isst du das und es ist warm. Was bist denn du? Wo? Möchte fressen für mich, das Kleine. Eine tolle Idee anzuhalten. Wer bist du so? Ja. Ja? Ist ja wie so rumrennen. Lass die Esel. Ah, überlass die Esel-Scheiße. Ich hab eine Show hier gehabt. Das war jetzt. Kurz noch warten. Das ist cool. Das ist richtig alte Goldgräberstadt. Schon wieder diese Dinger hier. Freeze-dried candy. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist arschteuer. Das kostet schon wieder 5 Dollar. Ich liebe es einfach mit und probier's. Trump, 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 Trump. No. Trump. Let's go, Brandon. Fuck Biden ass. Go for Trump. American flag. For the people. What's up? Trump. Ja. Und dann hast du hier direkt das Gegenstück dazu. So was. Hi Diego. Gerade nochmal hier einen weitergegangen. Bikerwear. Ganz wichtig ist die Weste mit Pistolentasche. Als ob die Front original wäre und der Rest dann umgebaut ist. Das ist alles hier. Holz, Holz. Wahnsinn, was hier in Bewegung ist. Die ganze Zeit. Einer rein, einer raus, einer rein, einer raus und überall laufen die Esel hier rum. Und alle Häuser, also jetzt gerade auch wieder das eine Ding da, die sind schon alt, die Dinger hier. Und da vorne ist eine Mine unter dem Haus. Ich weiß nicht, ob man da rein kann. Mal gucken. Hä? Und da hast du dann eingesperrt. Sarg. Der Knast. All safe. Wow. Aha. Oh, das ist spooky. So, ohne Lichter ist echt ein Problem hier drin. Das war Oatman. Kurz und knapp. Anders als erwartet. Also, ich hätte gedacht, hier wären noch mehr Esel rum. Das reicht aber schon. Und überall liegt Esel-Scheiße. Nee. Ansonsten sehr cool. Der Typ ist so geil. Diego heißt er übrigens, also der Esel. Willst du es haben? Ja? Ist das so schön kühl da drin? Oh ja. Ein paar Sekunden später. Ja, der hat leider geschlossen. Da bin ich gern reingegangen. Der hat so alte Schilder und sowas. So ein Geschäft im alten Safe. Alter, ich guck dir mal die Tür an, wie dick das Ding ist, ey.
die ganze Technik für damals schon. Und nochmal ein Safe in einem Safe. Boah, Junge. Also das ist nicht, das ist verrostet, aber trotzdem, das sieht so eine Tonne. Was ist das hier? Nochmal ein Safe. Ich wiederhole mich immer wieder. Crazy ist so, ja, das ist outstanding. Anders, größer. Oder du bist hier begraben. Oben angekommen. Es geht noch weiter hoch. Das ist auch geil. Ne? Das ist nicht der Grund, warum ich anhalte, nicht wegen der Aussicht, nur wegen dem Auto. Okay. OMC. Kennt man kaum noch. Aber ist geil. Komplett so richtig so auf Old getrimmt, dann hier schön so eine Tour damit machen mit Family. Geiler geht's nicht. Muss wieder hier. Ach ja, Aussicht ist übrigens auch da vorne. Dann fährst du über einen Hügel drüber her und hältst wieder an und wieder und wieder und wieder und jedes Mal denkst du nur so, Wahnsinn. Crazy. Wir machen mal ein Trinkspiel raus, wie ihr das Video jetzt sieht und immer wenn ich sage Wahnsinn oder crazy, wird einer getrunken. Viel Spaß. Später. Katze? Ja, was hier so alles an Bildern rumhängt, wer alles hier schon war und so. Wie alle ihre Route 66 gefahren sind, hier angehalten haben. Oder wiedergekommen sind, nur wiedergekommen sind. Was mit Dorf Lundgren und also mit dem Film wusste ich gar nicht, was die hier gedreht wurden. Teile davon. Seekontainer aufstellen, einfach eine Bar raus, das ist auch geil. Einfach eine Bar rausgemacht gerade. Hier, ich weiß nicht, was das alles für Häuser sind. Ein RV-Park war gerade schon wieder da. Da ist schon wieder, da treffen sich wohl welche. Ob die da wohnen? Keine Ahnung. Es ist also hier so Kingman die Gegend. Was da so an RVs und Side-by-Sides und überhaupt Offroad so abgeht. Crazy. Und schon wieder. Ich brauche ein neues Wort. Das alte ist jetzt langsam durch. Und wieder mal. Keiner da. Vor mir nicht. Hinter mir nicht. Hier ist nix. Also, verkehrmäßig, nein, nix. Man darf ja hier einfach so in der Walachei rumschießen. Und trotzdem gibt es sowas. So, Shooting Ranches. Und da ist auch gut was los. Das ist einfach so eine Hauptstraße. Hauptstraße ist gut. Also diese Hauptverkehrsstraße zwischen Old Man und dem Highway. Da ist einfach so ein Shooting Range. Der Unterschied zum letzten Mal, die Tür ist auf und ich darf hinten reingehen. Ach. Another nasal one, huh? That way, or? Yeah, you can go right through there. Yeah. Hi. Whoa. Did they rob you down there? Yeah, normal. 325. Braucht noch jemand Ersatzteile? Für amerikanische Fahrzeuge? Irgendwelche Achsteile. Felgen. Felgen. Lüfter, Felgenreifen, Lenkräder mit Lenkgestänge, Schulbusteile. Wer wird jetzt gerade rattig beim Zuschauen hier? Du kannst jetzt hier rumlaufen, die Teile raussuchen, was du haben willst, was du brauchst, zahlst du vorne und nimmst es mit. Ist das ein Cage? Das ist hart. Das ist für das Rad? Ein Halter für Side by Side oder für einen? Nee, es ist eher hier für einen großen. Pickup. Ich glaube, ich jetzt immer so durch irgendwie, ja. Hast du viel Müll bei, ja? Also sowas, da ist irgendwas, glaube ich, oben drauf. Ja, es geht da hinten noch weiter, noch weiter. Da oben ist eine Corvette C4. Hier noch schönes. Ich habe mich gerade gefragt, wie kriegen die Karren da so hoch? Damit. Bike. Alter Mitsubishi. Ja, und sowas hier, solche Junkyards, die gibt es eigentlich überall. Man muss ein bisschen nach Ausschau halten und dann gucken, hinfahren, wenn du Teile brauchst, kannst du mitnehmen.
Arm einfach. Oh, Junge. Verrückt. Da ist es wieder. Crazy, verrückt. Ist direkt hier bei Kingman. Wenn ihr mal hier seid, vorbeifahren, gucken. Viele Monate später. Die letzte Unterkunft von diesem wunderschönen Trip. Und die ist gut. Die ist direkt am Flughafen, keine 5 Kilometer. Also Bett, Couch, Fernseher, Ausblick, naja. Bad, Toilette. Badewanne. Ich habe gar keinen Bock zurückzufliegen, ist das Problem. Überhaupt nicht. Ich fliege morgen früh los und bin dann am Donnerstag wieder da. Und dann werde ich das Ganze mal verarbeiten, verkraften. Ich habe hier so viel Input mitgenommen, Material, das unter anderem, ich habe so ein paar Magazine noch mitgenommen. Ich werde aber schönes drauf schnibbeln lassen von Kevin und dann, ja, seht ihr das. Ich bin irgendwie, also gerade so die letzte Stunde Autofahrt war so richtig depressiv, so, nein, ich will nicht weg. Ich werde wiederkommen, definitiv. Wie, was, wo, seht ihr dann.